Dieses Lehrvideo zeigt Ihnen, wie ich mit dem DVR-Provider von Heline Software über ein Tablet-PC aus direkt die TechniSat-Geräte steuere. Ich wähle mir zunächst unter der erweiterten Suche mir meine Suche nach 2D-Kinofilmen aus und filtere somit meine Liste vor. Mit einem Klick auf die Lupe führe ich die Suche aus. Mit einem Klick auf den linken Eintrag in der Tabelle kann ich einen Film anwählen. Genauso kann ich auch auf der rechten Seite im Bild durch die Wischfunktion die einzelnen Filme durchschalten. Möchten Sie noch weitere Informationen, dann klicken Sie einfach mal auf die Schauspielerleiste. Er lädt sich hier live aus dem Internet zu diesen Schauspielern die Bilder und auch weitere Informationen. Genauso habe ich die Möglichkeit und kann hier auch nach diesen Schauspielern filtern. Hier in diesem Fall habe ich jetzt nach Paul Walker gefiltert und finde alle Filme in meiner Datenbank, bei denen dieser Schauspieler mitgewirkt hat. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie wir mit der erweiterten Textsuche noch mehr Möglichkeiten haben, in der Datenbank zu filtern. Ich klicke mir hier auf dieser Karte einfach alle Vorlieben zusammen, die meine Suche ergeben soll. Mit einem Klick auf die Lupe führe ich das Ganze aus. Unter Paul Walker findet er natürlich keine Kinderfilme, deswegen lösche ich mir zunächst oben Paul Walker wieder aus meinem Suchfeld heraus und sofort erscheinen mir alle meine Kinderfilme. Einfach Film anwählen und entsprechend dann weiter noch in der Suche fortführen. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach man auch Filme abspielen kann. Ich klicke auf den Play-File und habe hier über diese Monitore die Möglichkeit zu bestimmen, wo wird der Film abgespielt. Ich schicke hier den Film an den TechniSat S3 Isio. Nachdem ich auf Wiedergabe geklickt habe, läuft der Film auch sofort in dem Receiver los. Ich wähle mir hier nun weitere Filme aus und schicke sie auch an ein anderes Gerät. Hier wähle ich jetzt den Film Cars aus. Wiederum auch nur ein Klick auf den Playfile und diesen Film schicke ich nun an den Digit Isio S. Sie sehen, momentan hat er noch keinen Film. Jetzt klicke ich auf Play und sofort beginnt der Receiver hier diese Aufnahme zu streamen. Nun im Prinzip noch meinen dritten Monitor. Auch hier wähle ich mir auch erstmal wieder meinen Film aus. In dem Fall möchte ich Aladdin abspielen. Auch wiederum einfach auf Play. Hier in dem Fall auf den DigiCore Isio S. Das ist der mittlere Monitor. Ich wähle den Film an und sofort beginnt der Receiver an diese Aufnahme zu streamen. Sie sehen unten auch in dem Display steht Aladdin. Der Film läuft in dem mittleren Monitor, in dem linken Monitor sehen Sie auch schon, läuft noch Ariel und in dem rechten Monitor läuft der zuvor noch angewählte Film Cars. Das heißt, der Provider unterstützt momentan drei unabhängige Geräte und alle drei Geräte laufen im Endeffekt in voller Qualität. Hier könnte ich natürlich jetzt schon dann wieder das nächste aussuchen, um beispielsweise hier den nächsten Film anzuwählen. In unserem Fall wähle ich jetzt hier den Film Cinderella an. Ich klicke auch wiederum einfach auf Play. Und auf meinen DigiCore Isio S. Und nun hört der Receiver auf, den letzten Film abzuspielen und spielt Cinderella ab.